Hallihallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und wir sind hier wieder bei Sascha Vernünftig mit Folge 327. Ich bin schon ganz gespannt, deswegen machen wir eine Schalt rüber und los geht's. Eure Videos. Hallo Gemeinde, willkommen zur Folge 327. Am Anfang lassen wir uns diesmal die Karre kaputt fahren. Moment, gleich ist soweit. Doch. Ah, deswegen soll man nicht vorwärts einparken, sondern rückwärts einparken, weil du eine gewisse Distanz zurücklegen musst und überhaupt etwas zu sehen, ob von links oder rechts einer kommt. Heißt, du bist schon weit auf der Fahrbahn drauf, so wie hier. Andererseits, Matthias hat gesehen, dass er langsam rauskommt. Vielleicht war auch noch abgelenkt auf der linken Seite von den anderen Verkehrsteilnehmern, weil da ein ganz großes Gewusel war. Blöd gelaufen. Und hier sehen wir wieder das beste Beispiel, warum wir auch beim Querparken rückwärts einpacken sollen. Mensch, ey, es darf echt nicht wahr sein. Ärgerlich. Hier Kurvenschneiderei, ne? Kotzt mich so an. Kurve immer schön rechts bleiben. Immer schön rechts. Als wenn sie einen Stromschlag kriegen würden, wenn sie das Lenkrad zu weit drehen. Das ist unbegreiflich, ey. Ehrlich. Alter! Das ist ja keine Ampel, das ist ein Stoppschild, oder? Und die... Oh, guck mal, der LKW bleibt stehen. Schnell noch hinterher. Der Vordermann macht es ja auch. Obwohl... Also, ich meine, das wäre ein Stoppschild, oder? Krass. Ach, da bleibt er sowieso stehen. Schnell hinterher. Was ist denn das? Was ist das denn für eine Einstellung, bitteschön? Ach ja, hier nach den Mittelspurschleichern das zweitliebste. Die Auffahrschleicher. Mann, hier ist doch nur 80. Ich hab's los. Mein Gott. Also, Eta, vielleicht wissen das nicht viele, aber du darfst auf den Einfühlungsstreifen rechts überholen. Ja, damit du es besser oder damit du es leichter hast, auf die Autobahn draufzukommen. Aber dieses Rumgeschleiche, also wir können ja jetzt nicht extrem abbremsen, das funktioniert halt nicht. Wir sind ja auf der Autobahn, der Verkehr fließt. Ja, Gas geben, Gas, macht doch Spaß. Rauf auf die Autobahn, Gas geben, pam, pam, pam. Verstehe ich nicht. Kann man denn so schlafen, wie es 80? Wie kann sich über 80 einordnen? Was machst du bei einer richtigen Autobahn? Oh, es ist grün! Oh. Ich bin sehr gespannt. Das sind Baustellenampeln. Schalten ohne Sinn und ohne Verstand, was ich immer wieder sage. Das war sehr kurz. Habt ihr gesehen, der ist rausgeschert? Der hat uns schon gesehen. Trotzdem ist er noch rausgeschert. Also. Absolut die Situation unterschätzt. Holla. Du bist so knapp. Oh, ist vorbei. Damit die Marke immer gut zu lesen ist, wird nachgewischt. Und wenn ich den Kofferraum aufmachen will, dass ich keine dreckigen Hände bekomme, wenn es regnet. Ne? Da ist ja alles hinten voller Wasser und Schlamm und was weiß ich was. Wird schön sauber gemacht. Dass ich, wenn ich den Kofferraum öffne, immer schön saubere Finger habe. Ja, Junge. Muss das Auto umdrehen, dann passt. Ford kann man wieder super lesen. Und mein Türgriff ist sauber. Perfekt. Perfekt. Ehrlich nichts mehr. Okay, ganz kurz. Der Bus wollte ja noch nicht mal links abbiegen. Seht ihr das? Das ist eine Geradeausspur. Würde der Bus jetzt links abbiegen wollen, kann ich verstehen, dass der Gegenverkehr dann denkt, oh gut, wenn der links, dann ich auch nochmal schnell rum. Aber er wollte hier geradeaus fahren. Und da dachte sich der, der jetzt gegenüber kommt, jetzt aber nochmal schnell Gas. Und hat aber unsere Spur ebenfalls vergessen. Oh mein Gott. Und jetzt blockiert er den Bus. Jetzt, ey, wenn es richtig schief gegangen wäre, wäre der Bus jetzt reingefahren und Nils wäre jetzt hier reingefahren. Bam. Auf was für eine Idee. Also, wie kommt man da drauf? Alter. Unglaublich. Ja, ein Satz mit X, das war wohl nix.
Bei Gott, war das knapp, ey. Und durfte der links abbiegen? Seht ihr was? Der durfte gar nicht links abbiegen, oder? Guckt für mich mal nochmal genauer hin. Der Bus hat es auch gesehen, oder? Gib mir mal Bescheid in die Kommentare. Ja, es ist immer das Gleiche. Die Autos fahren auf der linken Spur einfach allesamt zu dicht auf. Das ist ja einfach so. Ihr fahrt alle zu dicht auf, das ist so. Mach ich ja. Halber-Tacho-Wert oder die 2-Sekunden-Regel? Halber-Tacho-Wert bei 120, 60. Und die 2-Sekunden-Regel, festes Objekt suchen, zum Beispiel Brücke oder ein Verkehrsschild. Der Vordermann passiert dieses Schild oder diese Brücke, dann zählst du 1 und 2. Und frühestens bei der 2 darfst du das Objekt erreicht haben. Dann hast du einen ausreichenden Abstand. Die fahren alle. Das sehe ich immer wieder. Sehe ich immer wieder. Keinen ausreichenden Abstand. Wenn da vorne plötzlich gebremst wird, na dann holla die Waldfee. Geht's rein. Einer. Passiert da halt immer wieder und dann kommt es zu sowas. Der erste bremst ein bisschen, der zweite ein bisschen mehr, der dritte, vierte, fünfte noch stärker und die letzten müssen rückwärts fahren. Zack. Boah, bloß gut, dass der, das sind Jedi-Reflexe, was der hier, das waren jetzt Jedi-Reflexe. Warnblink wäre jetzt auch nicht verkehrt gewesen, wow. Wenn es, obwohl, naja, die stehen ja nicht, die stehen ja nicht. Wir hören uns das auch nochmal an. Falsche angepasste Geschwindigkeit, zu dicht aufgefahren. Was machst du auch Schreck? Du ziehst nach rechts und kannst nur hoffen, dass der rechts fährt, Jedi-Kräfte hat, so wie er hier. Sonst würde das Ding jetzt hier ganz, ganz übel ausgehen. Wow. Mann, ey. Alter Vater. Da hat aber nichts mehr gefehlt. Alter. Passiert viel auf einmal, wir gucken uns das Ganze gleich nochmal an, aber Schuld ist rechts dieser LKW da vorne, der einfach so wieder rüberzieht auf die Spur und damit das Chaos auslöst. Das sieht nicht gut aus hier. Ich muss mal ganz kurz dazwischen grätschen. Jetzt beim Schneiden ist mir eigentlich aufgefallen, wir sind uns hier einig, dass der Transporter eigentlich gar nicht auf der linken Spur fahren durfte in der Baustelle. Die meisten sind nur halt 2 Meter breit, da dürfen noch nicht mal alle SUVs drauf fahren auf diese Spur. Und der Transporter hat ein bisschen mehr als 2 Meter. Mal nur so erwähnt, ja, dass der Transporter eigentlich auf der linken Spur ja nichts zu suchen hatte. So, wir machen weiter mit dem Video. Ach, der zieht drüber. Wow, der zieht drüber. Der LKW muss natürlich jetzt auch nach links ziehen. Habt ihr gesehen, was mit dem Transporter passiert ist? Der wurde eingequetscht. Der wurde eingequetscht. Ach, du Schreck. Da liegt alles rum vom Transporter. Jetzt gucken wir es uns nochmal an. Achtet mal auch auf den Transporter, wie der jetzt zur Seite gedrückt wird. Pam. Nur weil der Idiot, dieser LKW-Fahrer, muss ich so sagen, keine Verkehrsschilder lesen kann. Ich weiß, Baustelle ist ein bisschen komplizierter, ja, aber trotzdem, die anderen kriegen es auch hin. Und da noch, das sind die spontanen Entscheidungen, die so gefährlich sind. Mit einem PKW mag es vielleicht nicht allzu gefährlich sein, aber mit einem LKW hier, ihr seht es selber, wop, obwohl mit einem PKW kann es auch richtig nach hinten losgehen. Ah, oh, dann fahre ich hier runter, dann ist es halt so, dann muss ich zusehen, wie ich wieder auf der Autobahn, auf die richtige Autobahn draufkomme. Punkt aus. Aber das, holla. Ja, jetzt ist natürlich erstmal Chaos, alles sortiert sich wieder so ein bisschen. Es halten aber auch ein paar an, das finde ich gut. Zeugen sind immer wichtig und naja, mal schauen. Ach hier, der Bulli. Da ist er, oh, ich sehe schon das Vorderrad rechts. Ei. Jungs. Ich rede hier nur von anhaltenden Zeugen. Wir wissen ja gar nicht, ob die anderen auch alle was abgekriegt haben. Ne? Man konnte ja gar nicht sehen, was da los ist. Schaut mal jetzt beim Bulli links, der fährt nirgendwo mehr hin. Aber die Frage ist, wo ist der LKW? Wo ist der Verkehrs... Jawohl, Matthias ruft die Polizei Unfallverursacher. Und die gleich ans Telefon. Guten Tag, auf der A5 am Kreuz Karlsruhe Mitte hat es gerade einen schweren Unfall gegeben. Und jetzt ganz komischer Dialog. Der Polizist beschwert sich, dass Matthias bei ihm in Landau in der Oberpfalz anruft und Matthias sagt, ja, ich kenne mich hier nicht aus, ich habe 110 gewählt. Ja, sie müssen da 07 düm und erzählt ihm da eine 7-stellige Nummer, da müssen sie anrufen. Das wiederholt er da nochmal und Matthias entschuldigt sich. Er hat einfach nur die 110 gewählt und weiß doch auch nicht, warum er da gelandet ist. Warum ruft der Polizist da nicht für ihn an? Ist er genervt? Hat Matthias gerade in der Mittagspause angerufen oder was? Hä?
Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen spooky. Ja, rufen Sie da und da und da an. Ja, alles klar, danke, tschüss. Also ich glaube nicht, dass sich Matthias die Nummer gemerkt hat. Nee. Jetzt muss ich betonen, das Video ist ungefähr 10 Jahre alt und ich hoffe, das hat sich mittlerweile gebessert. Wenn man ich würde dem Polizisten sagen, jetzt mal Real Talk, ich würde dem Polizisten sagen, Digga, du rufst da jetzt an, wer dafür zuständig ist. Ich kümmere mich hier gerade um den Unfall. Das kann doch nicht sein, nö. Ja, sind halt falsch hier. Dann passen Sie auf, rufen Sie da an. Nochmal, ich wiederhole, rufen Sie da an. Dankeschön, tschüss. Da würde ich doch selbst als Polizist, der den Anruf entgegengenommen hat, überhaupt keine Ruhe haben. Ja, hat er das jetzt oder nicht? Oder sind da. Und Matthias sagt noch, schwerer Unfall. Da müssen die Alarmglocken. Ja, gut, von mir aus können da Autos brennen und Menschen verletzt auf der Straße liegen. Ist mir egal, rufen Sie bitte die Nummer. Verstehst du? Also, was ist denn das? Wenn Matthias jetzt noch woanders angerufen hat, dann nicht mehr aus diesem Auto raus, sodass ich es mitgekriegt hätte. So, und der nächste Hammer ist, der Unfallverursacher ist abgehauen. Also, ich sehe hier keinen LKW mehr. Und Matthias hat zum Glück haben wir eine Dashcam. Aber in meinen Augen war das der Unfallverursacher und der ist weg. Also, Huch. Ich wollte sagen, huch, wir hatten ja noch gar keinen Fahrradfahrer. Das holen wir mal nach. Okay. Die fahren aber auch richtigen Freestyle, ne? Und Licht hat der Rutze auch nicht. Aber ganz wichtig ist hier eigentlich nur, das, was die Fahrradfahrer machen, ist Pubkram. Aber die Autos, die lassen keine 1,5 Meter Seitenabstand. Ja, das ist alles, was zählt. Schaut einfach in die Kommentare, ihr werdet verstehen, was ich meine. Ich weiß jetzt leider nicht, was du meinst, lieber Sascha. Wir müssen unterscheiden zwischen Fahrradweg und Fahrradschutzstreifen. Das jetzt war ein Fahrradschutzstreifen, erkennst du mal sehr gut daran, an der gestrichelten Linie. Heißt, es ist ein Pufferbereich auf unsere Fahrbahn. Dies wiederum heißt, dass wir in der Tat 1,50 Meter Sicherheitsabstand lassen müssen. Wenn aber die gestrichelte Linie durchgezogen ist, dann sprechen wir hier von einem Sonderweg, ein Fahrradweg. Und da brauchst du keine 1,50 Meter Seitenabstand lassen. Da spricht man von einer Toleranz vom Autofahrer her aus so circa 80 Zentimeter. Ich weiß jetzt nicht, was in den Kommentaren da abging. Ich bin da jetzt nicht im Thema drin. Ich kann nur sagen, wie es halt festgelegt ist in der StVO. Ne? Und so ist es festgelegt. Punkt. So. Gut. Oh, da hat sich der oder diejenige, die das Wohnmobil steuert, sich jetzt nur auf diesen Fahrradfahrer konzentriert. Bleibt da stehen. Oh, der lässt mich durch, super. Und ist dann losgefahren. Ich meine, ich gucke ja schon nach links. Und da kommt ein LKW. Wie kann ich den denn aus dem Auge, also aus dem Auge, wie kann, keine Ahnung. Du, Niklas, gehen eigentlich deine Bremsen? Bremsen gehen, ey. Cool. So, Lieben, das war's schon wieder gewesen. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Mitmachen. Nicht vergessen, abonnieren, liken. Schaut in die Beschreibung, da gibt's noch leckere Sachen zu bestellen. Und wenn ihr Videovorschläge habt, auf die ich reagieren soll, bitte auch hier in die Kommentare mal gucken. Dort gibt's den Link zum Discord. Haut mir da bitte euren Link rein zum Video. Sehr schön, das war er. Ich bin raus, euer Fahrlehrer des Vertrauens. Tschüss, Kowski, macht's gut.